News und Talks für Gebildete. Bei YouTube sind die Osnabrücker Friedensgespräche erschienen. Also bei YouTube einfach suchen Osnabrücker Friedensgespräche Teil 1 bis 6. Und dort ist etwas passiert, also dass auch mal immerhin einmal in die Nähe der Wahrheit gedacht wurde. Der FDP-Politiker und Philosoph Dr. Lukas Köhler hat quasi angesprochen, dass es ja durchaus Überlegungen zum Thema Bruttonationalglück gibt. Man denke an Bhutan, man denke an Gemeinwohlökonomie, Felber und so weiter. Dass das also die neue Zielsetzung der Wirtschaft sein könnte und sollte, dass während der andere Professor sozusagen da sozusagen gesagt hat, es gebe noch kein Ergebnis. Sozusagen, man verschließt die Augen, sagt, die zweiten Scientists for Future 2 sehe ich nicht, will ich nicht sehen. Dass die natürlich längst die Lösung haben, interessiert mich nicht, denn dann bin ich ja nur noch unwichtig und so kann ich jetzt immerhin die Friedensgespräche leiten. Und das heißt also, die weniger Klugen und die weniger Kompetenten ignorieren ganz einfach die Kompetenteren und sagen dann immer wieder den gleichen Satz in den Medien, ja, es gibt ja noch kein neues Lösungsmodell, es ist ja, gibt ja keine Forschung dazu, was an die Stelle des Bruttoinlandsproduktes oder solcher Werte kommen sollte und so weiter. Ja, und dabei ist alles schon längst fertig. Aber immerhin loben müssen wir also diesen Dr. Lukas Köhler, der also sozusagen, indem er das Bruttonationalglück angesprochen hat, ganz dicht bei der Lösung ist, denn das Bruttonationalglück dann als zusätzliche neue Wahlstimme, die Wohlfühlnoten sozusagen, habe ich ja in den Videos schon so oft erläutert, bitte alle anderen Videos schauen, ja. Die Wohlfühlnote und die Gesundheitskosten, die tatsächlichen Gesundheitskosten verglichen mit der individuellen Gesundheitskostenerwartungskurve, die die Krankenversicherung errechnet, dann haben wir also sozusagen die Tatsache, dass alles wirtschaftliche Handeln darauf abzielt, mein Wohlfühlen zu verbessern und meine Gesundheit zu verbessern. Und so wünschen wir uns doch Wirtschaft. Und genau das ist völlig fertig. Also insofern die Kritik an den Osnabrücker Friedensgesprächen, trotzdem sie einmal für ein paar Sekunden den Bereich der Wahrheit und der Lösung gekratzt haben, ist der Rest wieder völlige Zeitverschwendung, weil es einfach nur letztendlich inkompetentes Gerede ist von Leuten, die weder wissen wollen, dass es eine Lösung gibt und sich also wahrscheinlich auch überhaupt nicht dafür interessieren, ja. Dann ein Thema auch bei den Osnabrücker Gesundheitsgesprächen war auch so dieses Thema Wohlstand und Konsum und ja, Wohlstand oder Konsumsucht. Also noch einmal ganz klar der Standpunkt der zweiten Scientists for Future. Wir müssen uns nicht in der persönlichen Freiheit einschränken. Die junge Frau von Fridays for Future hat natürlich wieder schön moralinsauer sozusagen gefördert, so wie das halt ungebildete Menschen machen. Wir müssen uns in der persönlichen Freiheit einschränken und so weiter. Nein, die Antwort der zweiten Scientist for Future 2 lautet, wir müssen uns überhaupt nicht in der persönlichen Freiheit einschränken. Es reicht das Verschwinden der sozial-marktwirtschaftlichen Konsumsucht. Ja, also das heißt, wenn wir den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft durch die Strategie der sanften Zwischenschritte sanft und behutsam beenden und naturwissenschaftlich fundiert beenden, dann reicht das, weil dann die Konsumsucht drastisch zurückgeht
Und die größte Geißel des Planeten ist unsere Konsumsucht. Natürlich immer multipliziert mit der Zahl der Überbevölkerung. Also man muss sich kümmern um das Thema Überbevölkerung und man muss sich kümmern um das Thema Konsumsucht. Ja, sozusagen. Der Planet reicht aus für eine bestimmte Zahl von Menschen, solange sie ihre Bedürfnisse befriedigen und nicht ihre Konsumsucht befriedigen. Aber der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, habe ich ja schon in den anderen Videos zigmal aufgezeigt, erzeugt und erzwingt ja die Konsumsucht. Und die Konsumsucht, die überfordert jeden Planeten sozusagen. Ja? Also, und wenn man die Konsumsucht, wenn man den Kapitalismus beendet, die soziale Marktwirtschaft beendet, wird automatisch die Konsumsucht ganz rapide nachlassen und verschwinden sozusagen. Und dann braucht niemand sich einzuschränken, und weil es ist eben kein genetisches Bedürfnis, mit dem Flieger nach Mallorca zu saufen und zu fliegen und sich die Hucke voll zu saufen im Ballermann und so weiter. Das sind alles keine genetischen Bedürfnisse des Menschen, sondern das sind Konsumsüchte, und die werden alle verschwinden. Ne? So. Dann noch ein Punkt, der auch bei den Osnabrücker Friedensgesprächen sozusagen nochmal klar geworden ist. Wir müssen uns ganz klar sein, die Durchlässigkeit, also sozusagen hier noch einmal klar machen, dass das Leben findet immer seinen Weg. Also wir müssen uns immer klar sein, es gibt nicht hier den Hersteller eines Produktes und ganz woanders die Welt der Kunden sozusagen, und die Kunden haben bestimmte Wünsche und der Hersteller befriedigt einfach nur die Wünsche. Das ist diese falsche Vorstellung. In Wirklichkeit gilt der Satz von Jurassic Park, das Leben findet immer irgendeinen Weg und findet seinen Weg. Also das heißt, die Welt der Hersteller von Produkten und die Welt der Kunden ist über ganz viele evolutionsbiologische Brücken verbunden, sodass man sagen kann, dass das Interesse des Herstellers von Produkten, seine Produkte verkaufen zu wollen, immer einen Weg findet, eine entsprechende Gehirnwäsche in der Bevölkerung zu erzeugen, die dann konsumsüchtig nach dem Produkt schreit. Ja? Das heißt also, da ist kein Bedienen irgendwelcher natürlicher Bedürfnisse durch die soziale Marktwirtschaft oder den Kapitalismus, sondern das Hauptmerkmal der sozialen Marktwirtschaft besteht darin, dass im kapitalistischen System der Hersteller eines Produktes immer einen Weg findet, die Gehirne der Milliarden von Menschen auf der Erde so zu manipulieren, dass sie eine maximale Konsumsucht gegenüber seinem Produkt entwickeln. Und das muss man sich klar sein. Und deswegen muss ja die soziale Marktwirtschaft so dringend beendet werden. Ne? Hatten wir noch den Arzt Gerd Reuter. Das ist jetzt noch etwas, wo wir erst wieder loben müssen. Denn der Arzt Gerd Reuter bei SWR 1 Leute heute oder Leute oder so. Ich weiß nicht, LH steht für Leute heute, aber ich glaube, die Sendung heißt SWR 1 Leute. Müsst ihr einfach nur schauen bei YouTube, SWR 1 Leute, Gerd Reuter. Der Arzt das Wesentliche ist, dass er in dem Kommentartext oder in dem Beschreibungstext wird geschrieben, dass er eine andere Vergütung fordert. Und damit liegt er ja ganz genau richtig. Ja? Also sozusagen, es geht ja darum, dass das Gehalt des Arztes sozusagen
gekoppelt wird an das Gehalt meines Hausarztteams, meines Hausarztes, meiner Hausärztin, muss gekoppelt werden an die Entwicklung meiner Wohlfühlnote und meiner Gesundheit, tatsächlichen Gesundheits- und Operationskosten und so weiter, verglichen mit meiner individuellen Gesundheitskostenerwartungskurve, die meine Krankenversicherung für mich erstellt sozusagen oder von mir erstellt. Und dadurch wird dann quasi, ist nicht mehr möglich, dass man ein Geschäft mit der Krankheit der Menschen macht. Also dieser Arzt Gerd Reuter, das solltet ihr euch anschauen. Also YouTube, Gerd Reuter, SWR 1, Leute heute oder Leute. Damit ihr einfach mal seht, das ist eins von Millionen von Videos, die es gibt und Millionen von Büchern, die es gibt, die schildern, dass unser Gesundheitswesen uns alle umbringt. Er schildert richtig, wie ganz offen als Arzt, als Insider, wie unser Gesundheitssystem uns alle tötet und vorzeitig tötet. Also das heißt, vor dem 127. Lebensjahr schon mit ungefähr 87, also 40 Jahre vor unserem natürlichen Sterbezeitpunkt tötet und wie unser gesamtes Gesellschaftssystem mit der krankmachenden Ernährung und allem und so weiter uns schon mit 47 durchschnittlich chronisch krank werden lässt, also 80 Jahre vor unserem natürlichen Sterbezeitpunkt sind wir schon chronisch krank und werden getötet durch Medikamente und andere Dinge und so weiter. Schaut euch das Video an, nur als eines von Millionen solchen Videos und Büchern und so weiter. Ja? Ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war aus der Sendung. Ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt hier nochmal deutlich machen, Evolutionsbiologie, ja. Jeder Tag ohne ein evolutionsbiologisches Argument ist ein verlorener Tag. Hier, wenn jetzt also ein Arzt hier, der wahrheitsgemäße Schamane sozusagen sagt, nein, ihr dürft euer Baby nie auf den Bauch legen, weil es hat noch nicht genügend Kraft, den Kopf zu heben. Es kann jederzeit im Kopfkissen ersticken. Dieser Wahrheitsmemträger verdient nicht viel und so weiter. Oder aber zum Beispiel dann der andere Schamane, der eben solche Irrtümer verbreitet, wie dass seine Medikamente ja harmlos seien und alle nicht wirklich gefährlich seien und so weiter. Und der dann auch erzählt, ja, das Baby sollte auf dem Bauch schlafen und so weiter. Und dann kommt es automatisch zu lauter zum Krippentod oder wie das dann auch heißt, also die Babys ersticken, weil eben ihre Muskulatur nicht stark genug ist, den Kopf zu heben und dadurch können sie jederzeit in den Kissen oder in der Decke oder so ersticken, weil sie einfach nicht in der Lage sind, den Kopf zu heben und so weiter. Und so wird dann also sozusagen eine Irrlehre sozusagen wird zur Ursache von vielen Todesfällen. In dem Moment ist jetzt nicht klar erkennbar, welche großen Gewinne dadurch erzielt werden können. Aber zum Beispiel dieselben Irrlehren herrschen über Medikamente und da sind ja die Gewinne direkt offen zu sehen, wie man damit richtig Geld verdient und wie man mit solchen Irrlehren Geld verdient. Ja, also ich fasse zusammen, Osnabrücker Friedensgespräche, ja, wenigstens mal einmal sowas wie Wahrheit berührt, der Rest wieder lauter Irrtümer, ja, und der Arzt Gerd Reuter immerhin wieder mal die Wahrheit angesprochen, nämlich dass ein völlig anderes Vergütungssystem unser Gesundheitssystem braucht, aber das war es dann auch schon, aber trotzdem sehr lehrreich, da ihn also zu hören als damit man mal eines von Millionen Büchern oder Videos gesehen hat, die ganz klar sagen, wie der Kapitalismus, wie die sozialmarktwirtschaftlichen Systeme, wie das sozialmarktwirtschaftliche Gesundheitsunwesen uns alle gesundheitlich und gefährdet und tötet und so weiter. Ja?
bitte mal ruhig unten in den Kasten rein Kommentare, ob man überhaupt verstehen kann, ob sie die anderen Videos verstehen. Ich muss ja immer auf die anderen Videos verweisen, denn ich kann ein gesamtes wissenschaftliches Gebäude aus Hunderten von Videos und aus der Homepage der zweiten Scientists for Future 2 natürlich nicht in jedem einzelnen Video immer wieder wiederholen. Das geht einfach nicht. Bitte mal reinschreiben, ob sie, was sie verstehen, was sie noch nicht verstehen, wo noch offene Fragen sind. Tschüssi, bis bald.